Hallo und herzlich willkommen auf iKlassen.tv. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bouldern. Dazu werden wir ein Interview mit Verena halten. Hallo Verena. Hallo Tjarke. Kommen wir zur ersten Frage. Verena, was ist denn eigentlich Bouldern? Also die offizielle Definition von Bouldern ist Klettern in Absprunghöhe. Bouldern ist ungesichertes Klettern, also nicht wie beim Klettern, was die meisten kennen mit Seil, sondern man bouldert höchstens bis 4,50 Meter. Und der Boden ist ausgestattet mit weichen Matten, sodass, wenn man fällt immer weich. Wäre es schwer für mich, Bouldern zu lernen und bräuchte ich irgendwelche Voraussetzungen? Also prinzipiell denke ich, es ist für jeden möglich, wenn man nicht gerade unter einer körperlichen Beeinträchtigung, sagen wir mal, leidet. Natürlich ist es also sozusagen gut, wenn man halt ein bisschen Vorerfahrung mitbringt. Also in dem Sinne, dass man vielleicht schon ein bisschen Sport macht, dass man mit seinem Körper umgehen kann, dass man ein gewisses Bewegungspotenzial hat. Aber tatsächlich ist es so, es ist erstmal für jeden möglich. Man fängt halt klein an und arbeitet sich dann einfach vor. Und das macht auch diesen Reiz von dem Sport aus. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Worauf kommt es denn beim Bouldern an? Allein vom Sporttechnischen her, dann ist wahrscheinlich auch Technik ein großer Faktor. Kraft auch, aber beim Bouldern sagen wir halt, es ist halt mental und Körper, also Kopf und Körper. Und von daher kommt es auch sehr stark darauf an, halt, dass man mit dem Kopf arbeitet, Techniken ausarbeitet und mit der Zeit kommt Kraft. Die Kraft kommt fast automatisch beim Bouldern, weil du ja doch sehr stark halt in den Armen hängst, dich irgendwo hochziehen musst, hoch antreten musst, aus den Beinen hoch, dich hochschieben musst. Aber ich würde fast sagen, halt, es kommt sehr stark wirklich auf Technik und den Kopf drauf an. Stimmt es denn, dass am Anfang die Männer mehr auf Kraft gehen? Also ja, auf jeden Fall. Wenn du hier ein paar Leute einfach beobachten würdest, dann würdest du auch schnell den Unterschied sehen. Also Frauen bouldern tatsächlich oft noch ein bisschen technischer, einfach um halt diesen Kraftfaktor auszugleichen. Und Männer, die hangeln einfach eine Route durch. Also die benutzen einfach mal nicht die Beine. Tatsächlich ist auch Hangeln, also kann auch ein Faktor von Bouldern sein oder dynamische Züge weit springen. Aber viele Frauen versuchen halt solche Züge irgendwie durch Technik zu umgehen und dazu zähle ich mich selber auch. Was ist denn genau der Unterschied zwischen Bouldern und Klettern? Also der Unterschied ist die Höhe und die Sicherung. Also weil Bouldern hat halt keine Sicherung. Du kannst dich höchstens durch andere Personen sichern lassen, die dich spotten, heißt das. Also die auf der Matte stehen und einfach gucken, dass du, wenn du fällst, halt sicher fällst. Und beim Seilklettern hast du halt wirklich die Ausrüstung, also den Gurt und das Seil, ne? Und gehst halt bis auf eine Höhe von, also in Indoorhallen, sagen wir mal 20 bis 30 Metern. Und Bouldern sind 4,50 Meter. Das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied. Und was man noch dazu sagen könnte, ist wahrscheinlich, dass Bouldern auch noch mal mehr Kraft ist als Klettern. Klettern ist eher Ausdauer. Du hast halt längere Routen und weniger oder ein kleineres Bewegungspotenzial als beim Bouldern. Ich bedanke mich fürs Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.